suche das Integral, in dem Fall das unbestimmte Integral, also ich möchte irgend sowas mit ist gleich Stammfunktion plus c. Und die Funktion ist schon ein bisschen schwieriger. Ich muss da in die Richtung gehen, da gibt es eine Regel. Integral f von ax plus b ist, und dann habe ich eine Stammfunktion, f von ax plus b, ja, ein bisschen Platz machen, fehlt mir nur was Entscheidendes, mal 1 durch a, so Platz machen. Genau. Und dann plus c. Und diese Regel, die kann ich jetzt hier anwenden, weil ich habe ja hier ein e hoch ax plus b. Und wenn ich dann die Stammfunktion suche, e hoch irgendwas, hochgeleitetes e hoch irgendwas, e hoch ax plus b, mal, oft macht man es da vorne, 1 durch a. Warum? Wenn ich das wieder ableite, e hoch irgendwas gibt abgeleitet e hoch irgendwas, also ax plus b. Jetzt muss man aber das da oben nachdifferenzieren, also man muss da hier so ein mal a machen und deswegen muss ich hier dieses 1 durch a stehen haben. So, ein 1 durch a, weil ich ja dahin will. Ja, also abgeleitet muss es ja e hoch ax plus b sein. Gut, und das ist also eine Anwendung dieser speziellen Formel. Das ist, wir haben ja keine Kettenregel der Integration. Keine allgemeine Kettenregel der Integration, aber wenn das Innere besonders simpel ist, dann funktioniert es. Also ist e hoch 2 minus 2t mal 1 durch minus 2 plus c fertig.